2023. Da kommt noch die Kollegin Buchhändlerin. Ja, wir sind sozusagen, wir sind so vielfältig wie nie in der Zusammensetzung der Partner. Das finde ich ganz toll. Also ich habe schon eben gesagt, wir sind langsam autark, wenn das so weitergeht. Wir haben unseren eigenen Bäcker. Dirk Weber ist diesmal neu dabei. Wir haben unseren eigenen Bauernhof für die Eier und für die Milch. Familie Metzgarte. Wir haben eine Druckerei aus Herr Arnold, wo ist sie? Und Zeitung, genau. Wir können hoch und runter fahren. Wir haben ein Aufzugsunternehmen dabei. Wir können unsere Oberflächen putzen, die Firma Osborn. Wir können uns ein bisschen Bildung zukommen lassen durch den Herrn Weller mit der Volkshochschule und den beiden Buchhändlern. Buchhandlung Jacobi in Frankenberg und Buchhandlung Buchland in Bad Wildungen. Wenn wir mal nicht mehr so Lust haben, immer auf Bildung und so weiter, dann gehen wir in die Spielhalle bei Familie Müller in Gelsenfurt. Ein Haus bauen können wir bei Fingerhaus. Versicherungen sind immer wichtiger, heutzutage immer mehr. Das ist sozusagen dann bei Herrn Schrauf in Bad Wildungen. Und wir haben noch Autos, noch und noch, braucht man ja heutzutage mindestens ein Zweitauto. Das ist Autohaus Friedrich Hoffmann in Bottendorf, der Herr Lichte, und das ist das Autohaus Beil und Reifenbeil in Frankenberg. Die Karin Beil, wo ist sie denn? Da hier, genau. Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Natürlich das Hotel Die Sonne Frankenberg mit Herrn Langenstedt und Frau Stremme. Links daneben auch neu in unserem Kreis Markus Exner von der Grimmheimat, weil wir hatten das. Wir sind ja hier eine Großregion und ich sage immer, wir wollen ja nicht das eine Dorf mit dem anderen konkurrieren, um unsere Attraktivität touristisch, wirtschaftlich und so weiter, sondern wir wollen mit anderen großen Regionen konkurrieren. Und wenn wir mit dem Schwarzwald konkurrieren wollen oder mit der Toskana, dann können wir hier nicht ankommen mit dem Lengeltal oder dem Waldecker Land. Dann müssen wir die Grimmheimat nehmen. Und deshalb haben wir ja vom Literarischen Frühling auch sehr früh gesagt, das muss jeder verstehen, dass das was die Grimmheimat bedeutet, dass das eben nicht grimmige Brüder sind, sondern die Brüder Grimm, denen wir den Namen haben. Und insofern, und das wird ja mehr und mehr bekannt, das machen auch sehr viele Firmen, die das inzwischen mitnutzen. Und da haben wir gesagt, das wird der Literarische Frühling jetzt auch machen. Und das ist sozusagen Markus Exner, der Vertreter. Und dann habe ich noch in Bad Wildungen, ganz wichtig für unsere Autarkie, das Finanzamt werden wir nie abschütteln können. Deshalb haben wir noch unser eigenes sozusagen Steuerbüro dabei, den Thomas Schulter ist. So, jetzt sind wir, glaube ich, alle begrüßt. Und ich freue mich sehr. Wir machen das ja immer so bei den Partnertreffen, dass wir auch ein bisschen in die Runde fragen, warum macht wer mit, weil das, jetzt sind wir heute eine sehr große Runde, weil wir haben drei Firmen sind dazugekommen. Das ist die Firma Hübschmann, das ist die Firma Dirk Weber Bäckerei und das ist die Firma Schrauf Versicherung und es ist die Grimmheimat, also vier insgesamt. So sind wir inzwischen 27 Partner und das ist einmalig in Deutschland, glaube ich, ein Festival, das sich mit so vielen Unternehmen zusammen beschlossen hat und auch zusammenwirkt. Und deshalb nenne ich das immer die Koalition der Kreativen, weil wir haben ja alle eins gemeinsam. Wir sitzen irgendwann vor einem weißen Blatt oder einem leeren Bildschirm und müssen überlegen, was schreiben wir da drauf oder was machen wir damit. Und der Schriftsteller schreibt den ersten Satz. Wir glauben gar nicht, wie viele Wochen manche Schriftsteller vor dem ersten Satz eines Romans sitzen. Oder der Ingenieur macht die ersten Zeichnungen für eine Konstruktionsskizze. Andere Unternehmer machen den Businessplan und so weiter. Wir alle zusammen machen den Literarischen Frühling und füllen damit auch die weißen Blätter. Und ja, das wäre es eigentlich schon von mir dazu zu sagen, dass wir eben zum einen stärker sind im Korbacher Raum jetzt auch, Waldecker Raum, was ich sehr schön finde, weil das bisher immer so ein bisschen... ich habe immer gesagt, wir sind das Schwabenland von Nordhessen, habe aber immer so den Südkreis im Auge gehabt dabei, aber jetzt werden wir uns auch auf den Nordkreis ein bisschen ausdehnen. Und das Programm kennen Sie ja alle schon, um das geht es heute weniger, also natürlich gibt es noch Karten
für diese und jene Veranstaltung, komme ich nachher nochmal drauf. Und jetzt fände ich es schön, wenn wir einfach, wir fangen hier gleich bei der Familie Metzgerte an. Familie Metzgerte ist schon seit Jahren dabei. Es gibt, hat auch eine tolle Location, nämlich den Metzen alten Kuhstall und ist da immer sehr aktiv. Judith, warum seid ihr beim Literaten-Tuning? Warum sind wir beim Literaten-Tuning? Wir haben über den Milchhintertrieb und den Beinen haben wir noch. Bisschen lauter. Deswegen machen wir einen literarischen Frühling. Und haben damals angefangen, war Christianes Idee im Kälbchenstall. Das hat sich dann weiterentwickelt, wir haben dann größere Räume gesucht und haben die auch gefunden. Und ja, freuen wir uns jedes Jahr drauf. Vielen Dank. Ja, was wäre ein Literaturfestival ohne Literatur? Das geht gar nicht, deswegen haben wir die passenden Bücher zu den Veranstaltungen, aber auch die Bücher drumherum. Fast alle Autorinnen und Autoren, die hier auftreten, haben wir dabei und präsentieren die dann auch und unterstützen von Anfang an das Literaturfestival. Und ja, das Buchland besteht dieses Jahr 15 Jahre und ich hoffe, dass ihr das Festival uns nie einholen werdet, denn das würde bedeuten, wir sind nicht mehr da. Also uns geht's gut. Wir haben uns beide schon unterhalten heute Morgen kurz. Der Markt gibt immer wieder neue, tolle Bücher her. Es gibt dann Verfilmungen, wie jetzt von dem Meyerhoff. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Ein wunderschöner Titel. Und damit schließe ich auch. Ich bin froh, dass wir unterstützen dürfen und dabei sein dürfen. Es ist ein, jedes Jahr eine wahre Freude, dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Umfänglich an. Sie sagten, Sie füllen die weißen Seiten. Das ist für mich ein sehr schönes Bild. Mir fiel so das Bild vom Osternest irgendwie ein, wo man ganz verschiedene, wunderschöne kleine Eier sozusagen drin findet. Eins schöner als das andere und alle ganz verschieden und für ihre Art einzigartig. Also wir freuen uns jedes Mal auch wieder drauf. Markus Exner. Ja, du hast schon ganz viel gesagt. Uns verbindet natürlich im Bereich Tourismus schon eine jahrelange Zusammenarbeit, sowohl mit der Sonne Frankenberg, der Walkemühle, als auch mit Schloss Waldeck. Herrn Engelhofen kenne ich lange. Wir kennen uns lange. Wir arbeiten auch im Förderverein Pro Nordhessen zusammen. Da ist Frau Kohl im Vorstand auch. Warum unterstützen wir den literarischen Frühling? Weil er natürlich in der Heimat der Brüder Grimm stattfindet. Und er zeigt einfach ganz deutlich, Grimm sind mehr als Märchen. Man hat zwar, wenn man an die Märchen denkt, automatisch die richtigen Bilder im Kopf, nämlich nordhessische. Das ist der große Vorteil bei den Brüdern Grimm. Und egal, wohin man kommt weltweit, die Brüder Grimm sind schon da. Aber hier kommt eben auch die Facette der Literatur, der deutschen Sprache einfach sehr stark hervor und auch ein Stück weit die Rolle der Grimms als Politiker. Das vergessen wir immer alle, dass das wesentliche Wegbereiter unserer Demokratie waren und des Freiheitsgedankens und der deutschen Einheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Langenstedt spricht für das Hotel Die Sonne und für die Firma Wissen heute. Literatur hat was mit Genießen zu tun. Für Genießen braucht man Raum, Platz und Speis und Trank. Das alles bieten wir in unserem Hotel Die Sonne Frankenberg. Zusammen mit unserem Gourmet-Restaurant Philipp Soldan. Die Amanda wird sicherlich gleich noch kurz was zum Landgut Walkemühle sagen, weil sie da einfach der Profi ist. Auch das ist ein wunderbarer Platz. Und ja, für die Firma Fissmann ist natürlich Kultur und die Region ganz, ganz wichtig. Wir sind regional verwurzelt und deswegen wollen wir halt auch die Region stärken. Und deswegen nehmen wir gerne daran teil. Vielen Dank. Jetzt genau. Walkemühle. Da genau. Machen wir ja dieses Jahr die Eröffnung. Ich hoffe, aber da sind ja viele von Ihnen auch da. Der Spargel wird sehr voll. Genau, da freuen wir uns auch sehr darüber, dass wir einfach die neue Location, die neue Festscheune, die wir neu gebaut haben, jetzt auch einfach nutzen können als Zweitlocation vom Hotel. Eben einfach noch mal ein bisschen weiter in der Natur. Genau. Wunderbar. Dankeschön. Frau Müller von Game & Food. Ja, wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Ich halte mich ganz kurz. Ja. Wir sind ja auch schon Jahre dabei und genau. Wir freuen uns auch sehr. Wir vertreten unsere Schwiegereltern, wenn ich das mal so sage. Meine nicht. Die schon.
seit der ersten Stunde im Prinzip ja. Teilnehmer sind vom Literarischen Frühling und die freuen sich, das unterstützen zu können, dass es noch viele Jahre in der Region erhalten bleibt, weil es einfach eine einzigartige Veranstaltung ist. Dirk Weber, vielen, vielen Dank. Also ich habe eine kleine Bäckerei in Lichtenfels-Sachsenberg, also jetzt so, nur mal so zum Kennenlernen vom Betrieb. Eine Handwerksbäckerei, wir haben 32, 33 Mitarbeiter und ein Freund von mir war jahrelang halt einer der Hauptsponsoren, ist halt dann verstorben und da habe ich damals schon immer so gedacht, das wäre eigentlich auch eine Sache für mich mal zum Unterstützen. Und manchmal braucht es halt ein bisschen länger und ich finde das halt einfach sehr, sehr wichtig, dass halt solche Arten von Veranstaltungen auch einfach im ländlichen Raum stattfinden und nicht nur in Großstädten, sondern einfach vor der Haustür. Genau. Auch hier und da mal in ungewöhnlichen Räumlichkeiten und wenn es ein alter Kuhstall ist. Ne? Genau. Vielen Dank, Herr Weber. Ja, die Rede war von Matthias Richter. Familie Richter ist heute nicht da, sind aber natürlich immer noch bei Literarischen Frühling und Matthias Richter. Herr Hoxe, Firma Fingerhaus. Ja, wir sind schon von Anfang an dabei, sind sehr gerne dabei, weil es einfach eine herausragende Veranstaltung für die Region ist. Ein kulturelles Angebot, wie es sonst eigentlich in der Region kein zweites gibt. Und da es für uns als hier verwurzeltes Unternehmen selbstverständlich, dass wir auch da unterstützen, dass so eine Veranstaltung eine Chance hat und bestehen kann. Vielen Dank, Herr Hoxe. Herr Syrik, Firma Tresolit. Ja, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ich finde alles, was Nordhessen, was unsere Region weiterbringt, unterstützenswert. Ich merke immer wieder, wenn man in Deutschland unterwegs ist, man kennt uns zu wenig und ich bin Freund von Netzwerken und das ist ja ein Netzwerk von tollen Mitgliedern hier und sowas schafft keine Digitalisierung, sowas schafft kein Chat-GPT und alles, wo wir uns darauf wo wir darauf hinkommen. Und ich finde, dass Menschen miteinander die besten Sachen machen und gestalten können und dass man einfach in Netzwerken auch eine schöne Gemeinschaft hat und kann das voranbringen, was wir hier tun, in dem Falle Literatur. Und ja, das war der Grund, warum ich es unterstützen möchte. Vielen Dank, Herr Schrauch ist neu dabei. Ja, deswegen lasse ich mich heute gerne mal inspirieren hier von den netten Leuten und das, was der Mike Syring hat mich ja so ein bisschen auch auf die Schiene gebracht, aber natürlich auch durch ihre Veranstaltung im Vorfeld waren wir ja häufig auch dabei, ich und meine Frau. Und das hat uns immer sehr gut gefallen und ich finde es nach wie vor wichtig, das hast du mir schon vorweggenommen, Netzwerk, es geht nichts über Netzwerk und kompetente Partner auch zu treffen und im Austausch mal zu sein und natürlich auch kulturell das zu unterstützen. Also was Besseres kann ich mir im Moment eigentlich nicht vorstellen. Und deswegen bin ich gerne dabei und hoffe auf interessante Gespräche auch und viel Netzwerk. Ja. Eigentlich auch ein Stück weit als Mobilitätspioniere von Anfang an mit dabei, seit der ersten Stunde als Partner. Und ja, das wollen wir gerne auch so fortführen. Ja, also für die HNA und die Waldeckische Landeszeitung. So ist es, genau. Also vieles ist ja schon mittlerweile gesagt worden, dem kann ich mich nur anschließen. Wir als Tageszeitung sind natürlich gerne auch seit langer Zeit auch schon Partner dieser Veranstaltung, gerade weil es nicht hier wirklich nur um eine Live-Veranstaltung geht, die auch ständig am Wachsen ist. Es sieht dann an den Zuwachs der Partner und da werden wir dran auch festhalten. Und ich möchte auch die Gelegenheit jetzt mal nutzen, Ihnen nochmal Danke zu sagen für die ja einfach immer wieder herausragende Mischung an kritischen und spannenden Themen sowie auch den entsprechenden Autoren, die Sie da auswählen und alle, die im Hintergrund dazu beitragen, dass das immer eine so gelungene Veranstaltung ist, die ja so eine hohe Frequenz auch hat. Vielen Dank. Gern geschehen. Karin Ball vom Autohaus und Reifenball. Ja, wir freuen uns auch. Wir sind schon lange dabei und unterstützen den Literarischen Frühling und freuen uns immer wieder, dass unsere Region, die von ländlichem Charme geprägt ist und von der Schönheit der Natur, dass diese glanzvollen Highlights gesetzt werden in kultureller Hinsicht. Das macht unsere Region noch attraktiver, als sie eigentlich ja ohnehin schon ist. Aber es ist eine Bereicherung einfach für das kulturelle Leben, die wir natürlich gerne immer wieder unterstützen. Unsere Region ist sehr, sehr attraktiv. Es
wissen nur noch nicht alle. Ne? Genau, genau. Deswegen ist es wichtig, das einfach auch mal ein bisschen kundzutun. Ja. Also es ist sehr viel schon gesagt worden, geht auch langsam dann der Treibstoff aus. aber eine Sache, die klang jetzt gerade zuletzt an, wenn wir alle es nicht unterstützen würden, wäre es noch schlimmer. Also ich will mal ein bisschen Wasser in den Wein geben. Also so toll ist es hier leider auch nicht, aber zumindest das ist ein Leuchtturm und dafür euch beiden herzlichen Dank. Bernhard Weller, Volkshochschule. Ja, vielen Dank. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht mehr wo, ein kleines Bonmot gelesen. Möbelpackern sind Menschen, die lesen, zuwider. Aber sie haben noch einen Grund dafür. Der Rest der Menschheit hat keine Gründe dafür anzuführen, weshalb man nicht lesen sollte. Und der literarische Frühling und die Programme der letzten Jahre sind der beste Beleg dafür, dass man tatsächlich Literatur benötigt, um die Welt zu verstehen. Und ich möchte mich auch den Dank nochmal anschließen, Frau Kohl und Klaus Brill versuchen seit Jahren, uns wirklich tolle Autorinnen und Autoren zu bieten und wichtige Themen zu präsentieren. Und deshalb ist es für eine Kultureinrichtung wie die Volkshochschule natürlich selbstverständlich, da auch dabei zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Hildebrandt. Genau, ja. Also über Ihr Zitat muss man jetzt tatsächlich noch einen kleinen Moment nachdenken. Das ist eine gute Vorlage, denn das geht mir oft bei den Veranstaltungen vom literarischen Frühling so, dass man über das, was man gehört, gelesen, gesehen hat, dann zu Hause doch noch mal einen kleinen Moment nachdenken muss. Also das sind wirklich sehr spannende Themen. Das Festival ist für mich und auch für das Unternehmen so ein kleines Juwel. Und Juwelen findet man auch nicht überall, sondern versteckt. Da sind wir wieder bei der Heimat, die wir bekannt machen müssen. Und vielleicht darf ich ein Zitat, glaube ich, von Ihnen verwenden. Wir leben dann weiter am Mond. Genau. Ich habe es richtig wiedergegeben. Das geht uns, glaube ich, allen manchmal auch so als Unternehmen, dass wir irgendwo so kleine Juwelen sind, die man einfach nicht kennt. Jeder in seinem eigenen Bereich. Und ja, das verbindet uns auch bei Osborn mit der Veranstaltung und mit dem Kernereien. Vielen Dank. Herr Hübschmann. Ja. Bisher auch noch als Besucher vom literarischen Frühling aktiv und immer tolle Veranstaltungen. Und da wir als Unternehmen bisher mehr so im Korbacher Bericht auch seit Jahren schon kulturell unterstützen. Und ja, Sie, Frau Kohl, ja da vor geraumer Zeit auch auf mich zukam, wie im Gespräch waren, dass Sie da doch gerne nach Norden noch ein bisschen ausweiten möchten, habe ich den Ball gerne aufgenommen. Und ja, aufgrund dessen sitze ich dann heute hier auch unter der Prämisse, dass man den, unseren schönen, gesamten Landkreis da nach außen darstellen kann, zu einer hochwertigen kulturellen Veranstaltung. Denn, wie Sie ja schon gesagt haben, Herr Weber vorhin, nicht nur Großstadtlandkultur, nein, das ländliche Gebiet ebenso. Vielen Dank, Herr Hübschmann. Frau Walde. Unsere Hoteldirektorin, Frau Meister und meine Wenigkeit begrüßen Sie natürlich heute ganz herzlich. Und wir haben ja den Vorteil, wir dürfen jetzt einfach mal sagen, das Buffet ist auch eröffnet. Sie können gerne, was Sie können, aber das ist auch kein so unwesentlicher Punkt. Ich sag mal, als wir ganz am Anfang in sehr, sehr kleinem Kreis waren und die drei Hotels gesagt haben, wir machen das, ich glaube, es war nicht ein unwesentlicher Bestandteil des Erfolges, dass die Autoren und die klangvollen Namen, die wir von Anfang an dabei hatten, auch diese Atmosphäre geschätzt haben, die wir ihnen mit der Unterbringung und der schönen Bewirtung und der Gastlichkeit in diesen Hotels bieten konnten. Und das war so ein bisschen der Türöffner, würde ich, Christiane, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Und das wird auch heute noch geschätzt. Wir merken ja bei unserem Stammautoren sozusagen, der ja, ich möchte auch wieder in die Bärenmühle oder ich schlafe immer in der Sonne oder im Hotel Schloss Waldeck. Und das zeigt einfach, dass diesen teilweise ja sehr prominenten und gut durchgereichten Persönlichkeiten das schon auch wichtig ist. Und das hat im Grunde genommen viel mehr bewirkt am Anfang als das Geld. Wir konnten ja keine riesen Honorare bezahlen und das war schon eine tolle Konstellation. Und jetzt, wo wir so ein großer Kreis geworden sind mit auch vielen wichtigen Firmen und großen Firmen und so weiter, wird es natürlich immer einfacher. Aber am Anfang waren die Hotels. Ne? Und deswegen ist es natürlich, also für mich, ich strahle förmlich, wenn ich mit dem Thema mich beschäftige. Nein, das ist ein Riesenerfolg, der hier insgesamt entstanden ist dadurch. Und jetzt mit der großen Mitwirkung und aller Unterstützung ist es fast, würde ich sagen, nicht mehr zu bremsen. Wir werden irgendwann nochmal eine Liga auch aufsteigen. Also wir sind dieses Jahr schon anhand des Programms eine Liga aufgestiegen. Ich glaube, das hat keine Grenzen im Moment.
Also ich finde es ganz toll und freue mich. Und jetzt greifen Sie auch bitte wirklich mal zu. Ja, vielen, vielen Dank, Andreas. Ja, da passt ein Zitat von unserem neuen Schirmherrn zu dem, was du gesagt hast. Also weil in der Tat, ich glaube, am Anfang haben wir uns wirklich viele Freunde unter den Autoren und Verlagen gemacht, weil wir einfach die Autoren richtig schön verwöhnen konnten. Schönen Zimmern mit gutem Essen und so weiter. Und der Stefan Thome, der ja jetzt demnächst bei der Eröffnung als neuer Schirmherr eingeführt wird, der in Biedenkopf geboren ist und in Taiwan lebt, das ist sozusagen auch so, sagen wir mal, damit ist mal gerade beschrieben, was wir in unserem Kosmos halten. Das war ja bei FC Delius ähnlich, der war in Rom geboren. Und in Korbach hat er Abitur gemacht und hinterher hat er in Berlin und Rom gelebt. Und ja, und der Stefan Thome, der hat neulich ein Interview gegeben beim Hessischen Rundfunk, als wir bekannt gegeben haben, dass er Schirmherr wird. Und das lese ich einfach mal vor. Für mich ist das eine Ehre und ein Vergnügen, sagt Stefan Thome. Der literarische Frühling gehört zu den charmantesten Literaturfestivals in Deutschland und ist bei Autorinnen und Autoren gipfelt.